Ich komme gerade zurück von Fridays for Future, Köln, 29.11. Weniger als ein Drittel der Teilnehmer als beim letzten Mal. Eine Rede sagte ganz klar, wir haben nichts erreicht. 15 Monate seit Kreta und wir haben nichts erreicht. Ja, warum hat man nichts erreicht? Weil ich glaube, doch der entscheidende Grund ist, dass die jungen Leute sich nicht bewusst sind, dass sie die Medienmacht haben, dass die Medien, man sieht doch wieder diesmal wieder viele Presseberichte, also das heißt, die Medien haben das Interesse noch nicht völlig verloren. Es gibt noch viele Medienberichte und dass sie darüber, dass die jungen Leute ja selber darüber entscheiden können, wen sie mitnehmen in diesen Fokus der großmedialen Aufmerksamkeit. Bis jetzt haben sie in erster Linie die Scientists for Future 1 mitgenommen in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit und deren Lösungsvorschlag, Professor Quaschning zum Beispiel, drastische Steuererhöhungen für Deutschland von Frau Merkel zu fordern, stößt einfach auf keine Wählerakzeptanz. Wir sehen es jetzt auch, das Klimapaket heute wurde sogar noch einmal gebremst jetzt vom Bundesrat. Der Bundesrat hat also quasi gesagt, wir blockieren erst einmal, sodass also ein Teil des Mini-Paketchens zum Klima noch nicht mal in Kraft treten kann, weil die Länder sagen, nee, wir sind nicht bereit, diese ganzen Kosten zu bezahlen. Wir wollen dann schon vom Bund beteiligt werden, auch an den Einnahmen des Ganzen. Also da wird es wieder blockiert, also so, dass man sagen kann, das Klimapaketchen wird zum Klimapäckchen und ist heute nochmal zum Klimapäckchen zur Briefpost geworden. Eigentlich ist es die Klimabriefpost, ne? Mehr ist es nicht. Und ja, was ist also passiert? Der Fehler ist, dass die Fridays for Future nicht begreifen, dass sie, solange sie noch den Kontakt mit den großen Medien haben, sich einfach überlegen müssen, wen sie in den Fokus der großmedialen Aufmerksamkeit mitnehmen. Die Scientists for Future 1 sind mit ihrem Konzept einer großen Steuererhöhung kläglich gescheitert. Ergebnis ist nahe Null. Und jetzt geht es darum, die Scientists for Future 2 eben mitzunehmen, denn die haben ja nun mal das Scientist for Future 2, zeige ich euch gerade mal. Ich gehe jetzt mal hier raus aus dem Video. Wir haben ja genug Bilder jetzt hier. Ich gehe auf hier hin. Und das seht ihr, danach solltet ihr googeln. Ihr könnt auch googeln Scientist for Future 2, aber ich google jetzt mal den kompletten Namen. Scientist for Future 2, Initiative Weltrat. Gehe auf googeln. So, dann habe ich hier zur Auswahl und gehe an der dritten Stelle habe ich hier die Homepage. Das andere sind YouTube-Kanäle. Und ich gehe mal hier drauf. Ja, ach so, nee, jetzt bin ich aufs Impressum gegangen, war zurück. Hier ist die Homepage Rat der Unterabteilung vom Rat der Weisen, vom World Council of Wise People, vom Weltrat. Und hier steht es. Stellungnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also was bieten die Scientists for Future 2 an und warum sollten die Fridays for Future sich schleunigst entscheiden, diese mit in den Fokus der Berichterstattung zu bringen? Die bieten also an, ja, wenn Fridays for Future skandiert System Change, not Climate Change und Antikapitalista. Da schreiben die Professoren, die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt. Wir müssen sozusagen, wenn die jungen Leute reden von System Change, Gemeinwohlausrichtung der Wirtschaft, Postwachstum und Degrowth und Antikapitalismus, haben sie recht. Denn die Naturwissenschaft, die naturgesetzliche Beweisführung zeigt ganz klar, der Kapitalismus ist ein alles zerstörendes System, das sofort beendet werden sollte. Und durch die Beendigung, durch sanfte Zwischenschritte, die dafür sorgen, Schritt für Schritt das Ende des Kapitalismus zu steigern, sozusagen. Der erste Schritt ist schon eine Beendigung des Kapitalismus und führt dann jeder weitere Schritt führt immer weiter weg vom Kapitalismus. Und
das führt dann dazu, dass Gelder frei werden und dann 900 Milliarden Euro für den Klimaschutz zur Verfügung stehen. Das würde bedeuten, wir können uns ohne jegliche Steuererhöhung, können wir uns den Kohlestopp 2026 leisten, statt 2038, wie Merkel es sagt. Und wir können vielleicht zum Beispiel mit dem Rest der Gelder, könnten wir alle Dächer in Deutschland, fast alle Dächer in Deutschland mit Sonnenkollektoren bedachen. Ja, also das ist das, was die quasi die jungen Leute verpassen hier, das naturwissenschaftliche Endergebnis. Ja, also heute nur ein kurzes Video, weil ich bin ziemlich fertig von 10 Stunden Streik oder 9 Stunden Streik. Was machen die jungen Leute von Fridays für einen alles entscheidenden Fehler? Sie sind sich nicht bewusst genug darüber, dass sie von den Medien beachtet werden, von den Großmedien. Wenn Greta nur einen Satz sagen würde, wir als Fridays for Future bleiben immer unabhängig, aber wir sollten jetzt mal die nächsten 4 Wochen nicht mehr über die Ansätze der Scientists for Future 1 diskutieren, sondern über die Ansätze der Scientists for Future 2 weltweit in jeder Talkshow diskutieren und prüfen, ob dieser Ansatz für uns alle die Rettung darstellt oder nicht. Ja, ob diese sanfte Beendigung des Kapitalismus in sanften Zwischenschritten, die ganz viel Geld freisetzen und dadurch die Klimaziele finanzierbar machen, den Kohlestopp 26 in Deutschland finanzierbar machen und vieles andere mehr finanzierbar machen, ob das unser Rettungsmodell ist. Und falls dann in den Medien irgendwie doch entschieden würde, dass man das nicht für gut findet, dann haben wir halt Pech gehabt. Aber dann haben wir alle Pech gehabt. Aber es gibt ja keine Alternative. Es gibt ja kein anderes 900 Milliarden Angebot. Weltweit gibt es kein Angebot. Außerdem gibt es ja noch einen Hinweis. Ich gehe mal hier hin. Ich gehe mal hier zurück. Ach so, ich habe das gar nicht rübergerückt. Hier seht ihr das jetzt besser. Und wenn ich jetzt zurückgehe, gehe ich hier hin und zwar hier hin. Da bin ich wieder auf der Seite mit den vielen Links. Und dann sehe ich hier irgendwo simulierte Wahl und da sehe ich zum Beispiel, simulierte Bundestagswahl. Die Scientists for Future 2 haben jemanden entsandt und dann der hat sich einer simulierten Bundestagswahl gestellt, durchgeführt von einem Partnerinstitut, von einem Partnerinstitut und einem anderen Forschungsinstitut. Und dieses eine war ein Partnerinstitut des zweitgrößten deutschen Meinungsforschungsinstituts. Und das Ergebnis war, nach 50 Minuten Kennenlernen des Ansitzes der Scientists for Future 2 wählten 56% der Wähler sofort diesen Ansatz als das von ihnen gewählte Programm sozusagen. Und die Stimmen, hier stehen einige die Aussagen von Herrn Dreistein akzeptiere ich voll und ganz. Das war der Vertreter der Scientists for Future 2 in dieser Studie. Das ist der einzige Weg aus dem Dilemma. Das Hinzutreten eines parteilich ungebundenen Beraters könnte für einen Kanzlerkandidaten ein entscheidender Gewinn sein. Das könnte also für Habeck zum Beispiel den Durchbruch bedeuten. Die ganze Studie findet man dann auf Facebook. Wenn man einen Facebook-Zugang hat, kann man das dann weiterklicken. Also das heißt, 56% aller Wähler. Das heißt, wir hätten gute Chancen, dass wenn 4 Wochen in allen Talkshows in Deutschland diskutiert werden würde über den Transformationsansatz der bundesrepublikanischen Gesellschaftsordnung durch Scientists for Future 2, dann hätten wir es. Und jetzt noch zum Schluss, ja, viele fragen immer die Professoren, ja, die könnt ihr euch dann hier anschauen, ja, Professoren, Quellenverzeichnis, ja, dieser Weltrat ist der harte Kern der Wissenschaft, die echten Wissenschaftler sozusagen. Wir beziehen uns in erster Linie auf Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Wallace und Charles Darwin. Hier unsere ehemalige Bundesministerin, eine der besten Ernährungsbiologinnen weltweit.
hier etwas schlecht zu sehen, aber es gibt ja noch ein späteres Video. Professor Mertens, einer bei den Grünen sehr beliebter Reaktorsicherheitsexperte. Und hier geht es wieder zurück, müssen wir wieder dahin. Und so geht es immer weiter. Friedensforscher Professor Zoll, der wahrscheinlich bald interviewt werden wird, nochmal Professor Mertens in seinem eigenen Interview. Hier das war das Interview mit dem größten Wirtschaftsmagazin Österreichs. Hier ein Professor Panse, ein Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler. Professor Strube hatte leider kein Foto griffbereit. Vielleicht einer der besten Philosophen, also der beste, den ich jemals kennengelernt habe. Und hier Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, einer der besten Ernährungsmediziner weltweit. Professor Paraskevopoulos wird manchen gefallen als Vertreter eines 1250 Euro bedingungslosen Grundeinkommens pro Monat und so weiter. Professor Ernst, ein ganz kritischer Physiker, der uns auf die Finger haut, wenn wir nicht präzise genug bei den Reformen sind und so weiter. Also 24 Aktive, also die Aktiven sind die mit Grün und die anderen, auf die beziehen wir uns. Und das zur Erinnerung zum Beispiel, weil viele heute auch gefragt haben, habt ihr denn auch wichtige Professoren, auf die ihr euch da bezieht und so weiter. Ja, der Professor Richard Dawkins zum Beispiel ist der berühmteste Evolutionsbiologe überhaupt im Moment weltweit. Und auf solche Leute beziehen wir uns und auf zum Beispiel hier die berühmtesten Biologen der Jetztzeit hier in Deutschland. Wo sind sie? Ich gucke gerade. Wo finde ich sie denn? Hier zum Beispiel Professor Volker Sommer, Professor Eckhard Voland und so weiter. Das sind alles Leute in der Tradition von Professor Konrad Lorenz, weltberühmter Nobelpreisträger. Eibel Eibisfeld vor kurzem verstorben. Oder wir beziehen uns auf Stephen Hawking, der auch hier irgendwo ist. Ja, auf solche Leute beziehen sich. Also das ist der harte Kern der echten Wissenschaft sozusagen. Hier geht es um die, ja, ich benenne diese Professoren immer die neuen Galileis. Ne? Ja, ich hoffe, also deswegen, Fridays for Future, bitte. Besinnt euch endlich, nutzt eure Medienmacht, nehmt die Scientists for Future 2 in den Medienfokus mit, in die Talkshows und so weiter. Macht eine Pressekonferenz, sagt Luisa, Greta sagt nur einen Satz. Ja, wir bleiben immer unabhängig von jeder anderen Gruppierung, aber wir sollten jetzt mal weltweit in jeder Talkshow 4 Wochen diskutieren, ob der Ansatz der Scientists for Future 2 unsere Rettung ist. Und wenn es der nicht ist, vielleicht kommt ja irgendwann noch ein dritter Ansatz, aber im Moment gibt es keinen anderen Ansatz als den der Scientists for Future 2. Und der von den Scientists for Future 1 ist ja nicht angekommen, fand in der Bevölkerung keine Mehrheit. Und wurde auch von der Politik entsprechend nicht beachtet. Denn das Klimabriefchen kann man ja bezeichnen als ein krasses Nichtbeachten der Stimme der Scientists for Future 1. Ja, es ist halt so eine Sache, wenn man nur hingeht und nur eine riesige Steuererhöhung fordert, dann sagt natürlich der Großteil der Gesellschaft, nö, wollen wir nicht. Und wir sagen, nein, wir brauchen keine große Steuererhöhung, wir müssen nur sanfte Reformen wegmachen vom kapitalistisch-zerstörerischen System. Und diese sanften Reformen findet jeder gut. Und da gibt es dann keine Widerstände dagegen, sogar noch nicht mal Widerstände aus der Wirtschaft, weil das alles so positiv für alle wird, dass es keinen Widerstand geben wird. Und dann können wir 56% Zustimmung bekommen. Und wenn irgendwann es heißt, 50% aller CDU-Wähler wollen diese Reform, dann sagt Frau Merkel, ja, warum nicht? Wenn sogar meine eigenen Wähler das wollen, dann machen wir das. Und dann kriegen wir den Kohlestopp 26 und die Bedachung aller Dächer in Deutschland mit Kohlekollektoren. Kohlekollektoren, was ein Quatsch. Ich bin völlig fertig von der Demo. Mit Sonnenkollektoren und dann sind wir praktisch schon am Ziel. Und über den Rest kann man ja dann auch noch verhandeln. Also, das war's für heute. Ich bin völlig fertig. Tschüssi.